Hey Leute, da mein letzter Necro-Guide schon eine Weile her ist, habe ich jetzt hier für euch die aktualisierte Version. Necro ist der Warframe, mit dem man richtig gut Loot aus den Gegnern rausnehmen kann, aber der auch noch richtig schöne andere Fähigkeiten hat. Alles in allem muss ich sagen, Necro ist mein persönlicher Lieblings-Warframe und hat auch eigentlich in so gut wie jedem Team einen Platz verdient. Necro hat die Stats von 1,1 Sprintgeschwindigkeit, 270 Schild, 65 Rüstung, 300 Gesundheit und 150 Energie. So, dann kann ich jetzt eigentlich direkt zu den Fähigkeiten kommen. Und da muss ich wirklich sagen, jede einzelne Fähigkeit hier ist gut. Die erste Fähigkeit Seelenhieb, dabei reißen wir in Anführungszeichen dem Gegner die Seele raus und schleudern ihn dann weg. Diese Fähigkeit hat eine Reichweite von 50 Metern und macht 500 Einschlagschaden. Dabei muss man wissen, wir reißen dem Gegner ja die Seele raus und kicken ihn dann weg. Und wenn die Seele jemanden berührt, macht das nochmal 50 Einschlagschaden, also nichts, was man jetzt wirklich groß beachten müsste. Was hier jetzt ganz interessant ist, ist, dass man mit dieser Fähigkeit Headshots machen kann. Das heißt, man macht einen doch deutlich höheren Schaden. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass man diese Fähigkeit casten kann, während man andere Sachen macht, wie zum Beispiel am Nachladen ist, am Springen ist oder ähnliches. Auf diese Fähigkeit wirkt sich aus die Power-Reichweite, heißt mit maximaler Reichweite kommen wir auf 117,5 Meter und Power-Stärke, womit wir auf 1420 Schaden kommen. Bedeutet, das hier ist wirklich eine Fähigkeit mit enorm großer Reichweite und für eine 1er-Fähigkeit relativ hohes Schadenspotenzial. Selbst in einem Bild, der nicht auf Damage ausgelegt ist, hat diese Fähigkeit immer noch gute Einsatzmöglichkeiten, weil wir Gegner wirklich gut damit unter Kontrolle halten können. Als Beispiel, ihr seht es ja gerade, die werden einfach nur so weggekickt. Und ich muss sagen, Fähigkeit, die ich relativ oft benutze, wenn mir Gegner zu nahe kommen. Und wie ihr seht, bei denen habe ich jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Ist auch nur ungemoddet, aber wirklich ein guter CC. Kommen wir jetzt zur zweiten Fähigkeit, nämlich Schrecken, und die ist sogar ein noch besserer CC als die erste Fähigkeit. Bei dieser Fähigkeit werden die Gegner in Panik versetzt, rennen kreuz und quer durcheinander und ignorieren uns komplett. Diese Fähigkeit hat eine Reichweite von sich aus von 15 Metern. In diesen 15 Meter können 20 Gegner davon getroffen werden und die sind dann für 25 Sekunden lang in Panik versetzt und haben jetzt sogar noch die Rüstungsreduktion von 20%. Diese 20% skalieren noch multiplikativ auf ätzende Projektion. Heißt, wenn wir jetzt mit nur dreimal ätzende Projektion spielen und dann diese Fähigkeit casten, hätten die Gegner auch zum Beispiel keine Rüstung mehr. Aber das ist keine empfohlene Spielweise, weil die Gegner rennen kreuz und quer durcheinander, die Wellen ziehen sich ewig, also macht keinen großen Sinn. Was sich auf diese Fähigkeit jetzt auswirkt, ist erstmal die Fähigkeitenreichweite. Damit hätten wir eine maximale Reichweite von 35,25 Meter. Und was jetzt sehr wichtig ist, die Powerstärke, weil damit hätten wir 56,8% weniger Rüstung bei den Gegnern. Also ohne ätzende Projektion, nur durch diese Fähigkeit. Und wir können 56 Gegner mit dieser Fähigkeit beeinflussen. Alles in allem sieht man dann, dass diese Fähigkeit wirklich gut ist. Ist eher sowas wie ein Panikbutton. Zum Beispiel, wenn ein, zwei Teammates am Boden liegen, castet ihr das und ihr habt genügend Zeit, die wieder aufzukratzen. Und hier wären wir jetzt. Füllen wir ein bisschen unsere Energie auf und versetzen mal die Gegner hier schön in Panik. Sieht man dann, die haben hier den Effekt drauf, rennen dann wild weg und haben keinen Plan mehr, was abgeht. Der Bild hier hat jetzt eine relativ geringe Reichweite, aber immer noch mehr als genug. Wie ihr seht, jetzt ignorieren die mich, sind komplett in Panik. Ist einfach cool. Kommen wir nun zu der dritten Fähigkeit, Entweihen. Entweihen ist die momentan am meistgenutzten Fähigkeit von Necro und meiner Meinung nach auch die nützlichste. Denn durch diese Fähigkeit können wir zusätzlichen Loot aus den Gegnern rausnehmen. Das meiste, was wir bekommen, sind Lebenskugeln. Und wenn wir eine Lebenskugel bekommen, haben wir nochmal eine 90% Chance, nochmal einen zusätzlichen Loot rauszuziehen. Okay, aber zu dieser Fähigkeit muss man jetzt wirklich einiges wissen. Als erstes, fangen wir ganz von Anfang an.
Wir haben eine 60% Chance, Lebenskugeln rauszuziehen. Und wie bereits erwähnt, wenn wir eine Lebenskugel rausgezogen haben, 90% Chance, nochmal irgendwas rauszuziehen. Diese Fähigkeit hat eine Reichweite von 25 Meter von sich aus. Und hier sieht man ja gerade zusätzliche Beute 90%. Weiter geht's. Man muss wissen, wenn man einen Gegner in Stücke schneidet, also zum Beispiel mit einer Melee-Waffe in zwei Teile, kann man jedes Teil getrennt desecraten, also entweihen. Bedeutet, jedes Teil kann einen neuen Loot bringen. Wir können zum Beispiel auch Gegner in mehrere Stücke zerfetzen, wenn wir zum Beispiel den Arm abtrennen und den Körper in zwei teilen, dann können wir insgesamt drei Teile oder sogar noch mehr desecraten und da den Loot rausziehen. Das heißt, wenn man es richtig macht, kann man mit Necro wirklich, wirklich viel Loot bekommen. Jetzt muss man aber wissen, dass man jedes Körperteil so lange desecraten kann, bis es entweder von selbst despawnt, also verschwindet, oder wir es erfolgreich entweiht haben. Wenn man jetzt mit mehreren Necros spielt, könnte man theoretisch sogar mehrfach Loot aus einem Teil ziehen, bevor es verschwindet. Aber da muss man wirklich schnell sein. An sich lohnt es sich im Normalfall nicht mit mehr als einem Necro zu spielen. Und das war es natürlich immer noch nicht mit den Informationen. Denn um mit dieser Fähigkeit auch effektiv arbeiten zu können, muss man noch wissen, wie die Gegner despawnen. Als erstes Mal, wenn wir erfolgreich entweiht haben, verschwinden die innerhalb von Sekundenbruchteilen. Dann, tote Crynia und Corpus verschwinden nach 15 Sekunden. Befallene und Gegner, die von Avalanche, also der Frost-Ulti, betroffen sind, verschwinden nach 5 Sekunden. Gegner, die von Molecular Prime, also von der Nova-Ulti oder von Melee-Channeling gekillt werden, verschwinden nach 3 Sekunden. Körper, die durch Miasma, also die Sarin-Ulti, getötet werden, verschwinden nach 1 Sekunde. Und zum Beispiel Drohnen, die direkt explodieren, kann man nicht desecraten. Also, was lernen wir? Wenn wir mit Nova spielen, lohnt sich Necro schon fast nicht. Oder da lohnt sich dann, mit mehr als nur einem Necro zu spielen. Weil, wie gesagt, mehrere Necro können schneller dasselbe Körperteil öfters desecraten und wir haben eine höhere Chance, dann da den Loot rauszuziehen, bevor es verschwindet. Kommen wir jetzt noch kurz auf die Beute zu sprechen, die wir durch Entweihen bekommen können. Nämlich so gut wie alles. Wir können zusätzliche Mods aus Gegnern ziehen, in Survival-Missionen können wir Life-Supports aus den Gegnern holen, in Excavation, also Ausgrabungsmissionen, können wir aus den Power-Carriern die Energiezellen rausholen, wir können Credits rausholen, wir können Ressourcen rausholen. Also wirklich, wirklich eine sehr gute Fähigkeit. So, dann zeige ich euch gerade mal, wie das funktioniert. Also Gegner töten und dann entweihen. Damit wären wir jetzt auch schon bei unserer letzten Fähigkeit, nämlich Schatten der Toten, angelangt. Bei Schatten der Toten können wir tote Gegner, also Gegner, die wir selbst getötet haben, als Verbündete für kurze Zeit wieder auferstehen lassen. Die Fähigkeitsdauer von diesen Auferstandenen ist 30 Sekunden. Von sich aus sind 7 Gegner davon betroffen. Wir haben einen Gesundheitsmultiplikator der getöteten Gegner von 2 und einen Schadensmultiplikator von 2,5. Bedeutet, die machen dann ordentlich mehr Schaden als ein normaler Gegner auf dem Level und haben doppelt so viel Leben. Diese Fähigkeit besitzt ein relativ gutes Augment, auf das ich später eingehen möchte. Und jetzt möchte ich einfach noch auf die Stats eingehen. Beziehungsweise bevor ich auf die Stats eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass diese Schatten, die wir beschwören, nicht einfach ziellos in der Gegend rumrennen, sondern versuchen, in unserer Nähe zu bleiben, versuchen, sich hinter Sachen zu verbarrikadieren bzw. in Deckung zu gehen und auch leicht als Team agieren. Also schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt maximale Power Duration reinmachen, haben wir 84,6 Sekunden lang unsere Schatten. Mit maximaler Power Reichweite haben wir nichts erreicht. Mit maximaler Power Stärke haben wir 19 Schatten. Hätten 426% Bonusschaden für jeden Schatten und hätten 284% Bonusleben für jeden Schatten. Jetzt muss ich doch noch kurz aufs Augment eingehen, nämlich wenn wir das Augment drin haben, können wir machen, dass Schaden, den wir erhalten, auf unsere Schatten verteilt werden.
Und das hat natürlich eine Reichweite. Heißt, in dem Fall müssen wir dann doch auf die Reichweite ein bisschen achten, weil wenn unsere Reichweite zu niedrig ist, wird unser Schaden nicht mehr umgeleitet. Und darauf gehe ich nachher im Bild ein. Hier wird sich der Fähigkeiten-Gameplay-Part jetzt über zwei Runden erstrecken. Denn einmal müssen wir jetzt die ganzen Gegner töten. Und zum anderen müssen wir sie dann gleich wieder beschwören. Da muss man wissen, dass einfach immer die letzten paar gekillten Gegner zählen und ab einem gewissen Zeitpunkt überschrieben werden. Das sind, glaube ich, immer die letzten 20 Gegner, die man gekillt hat. Okay. Natürlich wollen wir das in Action sehen. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder Gegner. Und hier ist unsere kleine Armee und falls ihr euch wundert, was die Strahlen sind, das ist das Augment, das ich gerade eben erwähnt habe. Okay, die sind gerade irgendwie etwas verwirrt gewesen. Und jetzt fangen sie an, hier rumzuschnetzeln. Ja, sieht doch ganz interessant aus und gerade habe ich, glaube ich, 90% weniger Schaden, den ich erleiden würde. Schauen wir uns jetzt mal an, wie man diese Fähigkeiten verwendet. Der häufigste und auch meiner Meinung nach beste Bild für Necro ist erstmal der Entweihen-Bild. Dabei fokussiert man sich eigentlich nur auf diese Fähigkeit, aber da es von den Stats her noch relativ stimmt, kann man immer noch Schrecken benutzen als Panikknopf, um Gegner wegzuschicken, die einem am Überrennen sind. Sagen wir zum Beispiel in einer Verteidigungsmission, wenn der Vauban umkippt oder so und die Gegner nicht mehr zurückhalten kann. Oder in Überlebensmissionen, wenn einfach unser halbes Team am Boden liegt, einfach damit wir die Gegner verängstigt haben und unsere Teammates wiederbeleben können. Dazu kommt jetzt noch dazu, dass man in dem Entweihen-Bild auch noch ein Augment für Seelenhieb reinmachen kann. Und dadurch hat Seelenhieb die Fähigkeit, dass wir Teammates wiederbeleben können, die am Boden liegen. Einfach indem wir unsere Fähigkeit auf die draufcasten. Und das ist wirklich extrem gut. Stellt euch vor, die Trinity ist umgefallen in eurem Team, ihr braucht die ganz schnell wieder, habt keine Zeit zum Hinrennen, beziehungsweise die ist irgendwo, wo es sehr gefährlich ist. Und da wir hier maximale Reichweite drin haben, können wir auf 50 Metern die Trinity wiederbeleben. Kostet dann zwar unsere ganze Energie, aber ich rede jetzt bewusst von der Trinity, einfach weil die kann dann einmal Energievampir casten und wir hätten wieder voll Energie. Oder man legt ein Plättchen und hat dann wieder Energie und kann weitermachen. Und durch Seelenhieb mit dem Augment ist es wirklich möglich, das komplette Team, sagen wir alle drei sind umgefallen, innerhalb von 2-3 Sekunden wieder aufzuheben. Die andere Kombination wäre jetzt, dass wir uns auf Schatten der Toten konzentrieren und dann auch noch Seelenhieb drin haben, auch um Schaden zu machen. Ist eine sehr witzige Variante, macht auch Spaß zu spielen. Ist jetzt keine Kombination, die man im Teamplay groß benutzt. Ich rede jetzt wirklich von sowas, wenn man eine Stunde Survival machen will. Aber wenn man nur mit Random spielt oder irgendwas Kleines macht, ist das wirklich ein solider Bild, der auch Spaß macht. Kommen wir jetzt dazu, wie Necro verwendet wird. Also, wie bereits erwähnt, durch den Entweihen-Bild sind wir ein extremer Team-Supporter. Wir können bei Ausgrabungsmissionen die Scanner dauerhaft aktiv halten. Und bei Überlebensmissionen sind wir dafür verantwortlich, dass unser Team genügend Luft hat und auch campen kann. Ohne Necro ist es wirklich schwierig, bei einer Survival-Mission einen Spot zu halten und ist eigentlich darauf angewiesen, dass man die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Durch Necro kann man sich wirklich mehrere Stunden bzw. unendlich lange in einer Position halten und so viel Luft aus den Gegnern rausziehen, dass man niemals wegrennen muss. Das andere wäre halt eben dann so ein kleiner Damage-Bild, CC-Bild und ist im normalen Gameplay brauchbar. Damit können wir jetzt auch schon direkt zu den Guides kommen, beziehungsweise zu den Builds kommen. Das erste, was ich für euch hätte, wäre der Entweihen-Bild. Da hätte ich persönlich drin als Aura Erholung und hier in dem, wie heißt der Slot nochmal, Exilus-Slot Flickflack. Ganz einfach, durch Flickflack können wir immer wieder direkt aufstehen und es gibt sehr viele Gegner, die uns wegziehen wollen oder umkicken. Denkt jetzt alleine mal an die Bombarden, an die Heavy Gunner, an die Uralten oder an die Fusion Moas. Beziehungsweise an die Schockwellen Moas. Und durch Flickflack können wir das wirklich aufheben.
Weiterhin habe ich drin Ausdehnung und überdehnt, warum dürfte klar sein, einfach damit wir die maximale Reichweite haben und aus den Gegnern wirklich Loot ohne Ende rausziehen können. Dann habe ich drin Stromlinie und flüchtige Expertise auf 4, damit ich am Effizienzcap bin und diese Fähigkeit möglichst wenig Energie kostet. Dann habe ich drin Prime Plus, einfach damit wir ein Riesenreservoir an Energie haben und auch mal länger entweihen können, ohne dass wir die ganze Energiekugeln aufsammeln müssen, beziehungsweise durch die, wie viel Energie haben wir? 425 Energie, die wir durch Prime Plus haben, zum Beispiel in einer Verteidigungsmission, reicht das aus, damit wir eine komplette Welle lang durchentweihen und nicht darauf angewiesen sind, mal mitten in der Welle loszurennen. Weiterhin habe ich drin unsterbliche Seele, einfach damit wir damit instant unsere Teammates wieder aufheben können. Und die letzten beiden Mods, die ich drin habe, sind schnelles Denken und Zorn. Warum dürfte auch klar sein, kriegen wir Schaden auf unser Leben, bekommen wir Energie, bekommen wir, beziehungsweise geht unser Leben gegen Null, können wir Energie verbrauchen, um nichts zu verenden. Ist halt eben wirklich ein Lifesaver, vor allen Dingen, wenn mal Uralte in der Gegend sind, die Toxic Procs machen oder sowas. Und ich kann es nur empfehlen, vor allen Dingen, weil es hier keinen anderen sinnvollen Mod gäbe. Anstelle von unsterblicher Seele gibt es zwei Alternativen. Das eine wäre Vitalität. Das synergiert halt eben relativ schön zu schnelles Denken und Zorn. Nicht mein persönlicher Favorit, aber auf jeden Fall brauchbar. Und was sich auch noch lohnt, wäre Equilibrium. Das wäre... Wo ist dieser Mod? Ah, beziehungsweise auf Deutsch heißt der Gleichgewicht. Und wenn wir zum Beispiel Energiekugeln aufsammeln, bekommen wir Leben dazu. Und wenn wir Leben aufsammeln, bekommen wir Energie dazu. Da wir durch Entweihen ohne Ende Lebenskugeln droppen, ist dieser Mod auf jeden Fall auch eine gute Wahl. Es gibt noch eine Möglichkeit, die man aber nur macht, wenn man mit einer Trinity spielt. Und das wäre Naturtalent. An sich würde ich es euch nicht empfehlen, aber mit Trinity ist es halt eben möglich. Jetzt muss man auch wissen, dass es hier noch ein Augment für den Entweihenbild gibt. Das wäre nämlich Ausrauben. Und bei dem werden wir statt Energie Gesundheit verbrauchen. Natürlich können wir durch dieses Augment nicht sterben. Aber unser Leben geht halt eben mit jedem Cast runter. Als würden wir Energie verbrauchen, aber halt eben nur mit Leben. Ist auch abhängig von Effizienz. Nutzt hier eigentlich 1:1 denselben Bild. Müssen wir halt eben dann hier einen Mod durch Ausrauben ersetzen, zum Beispiel unsterbliche Seele, wobei ich euch das nicht empfehlen würde. Ich würde dann eher sagen, macht Zorn oder schnelles Denken raus. Denn diesen Bild kann man benutzen. Man benutzt sein Leben zum Entweihen und seine Energie für unsterbliche Seele, also zum Wiederbeleben. Dann wäre eine Möglichkeit zum Beispiel... Hier Ausrauben rein und statt schnelles Denken Vitalität, damit man ein höheres Reservoir hat. Oder statt Prime Fluss dann Vitalität. Gibt viele Möglichkeiten, aber es ist kein Bild, auf den ich jetzt groß eingehe, weil es ist nichts, was man wirklich benutzt. Der zweite Bild jetzt wäre der Ulti-Bild mit den Schatten und dem Schild ausschatten, also dem Augment. Und dazu muss man jetzt wissen, dass wenn wir 208 Fähigkeitsstärke drin hätten, 90% weniger Schaden bekommen würden. Ich mit meinen knapp 200% denke, werde jetzt so 85% weniger Schaden bekommen und das ist vollkommen ausreichend. Mods, die ich drin habe, bei der Aura ist es relativ egal, da würde ich euch empfehlen, macht Erholung rein, ist einfach immer eine super Aura und als Exilus-Slot würde ich euch empfehlen, macht Flickflack rein. Selber Grund wie im Entweihenbild, man wird nicht umgekickt und dadurch stirbt man weniger. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Naturtalent, weil unsere Ulti hat eine sehr lange Cast-Animation und das wird hierdurch verkürzt. Stromlinie, flüchtige Expertise auf Max für Effizienz und blinde Wut, damit wir schön Fähigkeit Stärke drin haben und viele Schatten beschwören. Dann habe ich drin engstirnig, damit unsere Schatten länger bestehen bleiben. Schild ausschatten dürfte klar sein, warum. Umlenkung, damit wir mehr Schild haben. Und Ausdehnung, damit unsere Reichweite von den Schatten
beziehungsweise von dem Augment nicht zu gering wird. Wenn ich mich recht erinnere, dürfte mit diesem Bild unsere Fähigkeitsdauer bei knapp 40 Sekunden liegen. Unsere Schatten dürften um die 16 Stück sein oder 15 Stück sein. Und unsere Reichweite von dem Schild aus Schatten ist immer noch, ich glaube, 37 Meter. Bedeutet, solange unsere Schatten 37 Meter in unserer Nähe sind, bekommen wir 90% fast weniger Schaden. Also ein sehr solider Bild, macht Spaß zu spielen. Habt ihr eben auch ganz kurz schon gesehen, als ich meine Ulti euch gezeigt hatte, wie das funktioniert. Und es macht wirklich Laune. Weiter geht's. Für Necro muss man wissen, dass ihr euch ein Makroprogramm suchen müsst. Weil, wenn ihr Entwein spielt, ihr macht wirklich die ganze Zeit nur Entwein, nichts anderes. Wenn ihr was anderes macht in Überlebensmissionen, hat euer Team meistens zu wenig Luft und ihr müsst rumrennen, der Spawn geht kaputt und eure Mission scheitert irgendwann. Ihr als Necro seid beim Entweinbild darauf ausgelegt, Dauer zu entweihen und nichts anderes zu machen. Also, ihr macht euch ein Makro, 0,2 Sekunden Verzögerung, die 3 Spam. Das hätte ich eben noch erwähnen müssen, wenn kein Gegner in der Nähe ist, könnt ihr auch nicht entweihen. Und in der Verzögerung, wenn ihr nicht entweihen könnt, die könnt ihr dann nutzen, um zu schießen. Kommen wir jetzt dadurch auch direkt zu dem nächsten Punkt, den ich für euch hätte, nämlich die Bewaffnung. Wie bereits erwähnt, ihr habt nur ganz kleine Lücken Zeit, wenn ihr mal schießen wollt. Die meisten Leute nehmen diese Lücke gar nicht wahr. Andere, die unbedingt schießen wollen, können es natürlich nutzen und da lohnt es sich dann Waffen zu nehmen, die wirklich viel Schaden machen, also Gegner one-hitten und keine Aufladezeit haben. Das bedeutet zum Beispiel Bögen taugen in dem Fall nichts. Die Opticore taugt auch nichts. Was taugt, wäre zum Beispiel so gut wie jede Art von Sniper, wie zum Beispiel Vectis, Vulka, Sniptron, Sybaris, sowas. Aber auch so Sachen wie die Tonkor, die Penta. Fällt mir gerade noch was ein. Die Grinlock. Auch sogar die Heck. So Waffen lohnt sich. Bei Sekundärwaffen achtet man auf dasselbe, nämlich viel Schaden schnell. Bedeutet, man nimmt da so Sachen wie die Kulster, die Marlock und vielleicht noch die Castanas. Es gibt wahrscheinlich noch einige mehr Waffen, aber es ist jetzt einfach nur irgendwas, damit ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Bei der Melee-Waffe ist es wirklich vollkommen egal, da Copter nicht mehr geht, nehmt einfach das, was euch gefällt. Ich persönlich mag einfach Short Sword, weil es schnell ist, weil es viel Schaden macht und ist immer eine gute Wahl. Als Begleiter, da kann ich euch ganz klar empfehlen, den Huras Cupro. Beste Begleiter, den es gibt. Weil er macht euch unsichtbar. Sogar während ihr eure Fähigkeiten castet. Bedeutet, ihr castet die ganze Zeit eure Fähigkeiten, Gegner kommt in die Nähe, ihr könnt weiter casten und seid unsichtbar. Wenn ein Gegner die ganze Zeit in eurer Nähe ist, schafft ihr es sogar, zum Beispiel eine halbe Stunde am Stück unsichtbar zu bleiben. Also das ist wirklich geil. Viele Leute mögen den Carrier, halt eben weil er euch den Loot ranzieht. Ist keine schlechte Wahl. Ich persönlich mag es jetzt nicht, aber man kann es benutzen. Worauf man auch achten könnte, wäre zum Beispiel der Wurm Prime, wenn ihr gegen Befallene spielt und die zu nah rankommen. Dann macht er mal seine Ulti und die Gegner werden einfach kurze Zeit gestunt. Ist auch eine relativ interessante Wahl und man muss einfach für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, Huras Cupro. Nächster Punkt, den ich für euch hätte, wäre das Aussehen von Necro. Da muss man wissen, es gibt keinen arkanen Helm. Da gibt es jetzt einmal hier den Teppichfranzenhelm, das ist der Schrauthelm. Und es gibt einmal den Ragnishelm. Und natürlich den Standardhelm. Ja, letzte Sache, die ich noch erwähnen sollte. Bei den Verzierungen gibt es die Mortus. Beins heißen die jetzt hier. Und wieso finde ich sie jetzt gerade nicht? Okay, ich finde die jetzt gerade nicht. Ah, okay, ich habe den Fehler jetzt gefunden. Die haben das verschoben, weil vorher gab es die Mortus Beins, die sind jetzt hier unten. Das sind halt eben Accessoires, die nur für Necro sind und meiner Meinung nach echt geil aussehen.
Vorher konnte man die anziehen anstelle von einem Schal und jetzt kann man einen Schal zusätzlich anziehen. Habe ich selbst bis gerade nicht gewusst, aber gefällt mir jetzt umso besser. Und ich finde, die Dinger sehen einfach nur geil aus. Okay, mehr gibt's zu Necro nicht zu sagen. Ein absolut top Warframe, der sehr oft und sehr viel gebraucht wird, weil wie farmt man effizient Mods? Nämlich durch Entweihen. Ich kann ihn euch nur empfehlen, mein persönlicher Top-Frame, mein Frame, den ich am meisten gespielt habe, und viel Spaß beim Ausprobieren.